Franz sagt mir, schade die Quarantäne. Der hat doch keine Ahnung. Terrorbombe, das ist eine Warnung. Scheiße. Also Leute da draußen, habt ihr schon mal von diesem Gronkh gehört? Der Typ, der seit Jahren immer genau die gleiche Scheiße macht. So wie jeder andere Let's Player auch, aber aus Clickbait-Gründen, weil ich will, dass ihr auf dieses scheiß Video klickt, weil es wichtig ist. Nehme ich jetzt einfach mal Gronkh, weil der ist so lieb. Und da ist das besonders geil, wenn man dem mit Gewalt droht. Nee, nicht mit Gewalt. Gronkh, mach dein Ding, aber es ist halt wenig innovativ. Ich wünschte, es würde da so ein Influencer geben, der irgendwie das Game so ein bisschen revolutioniert. Warte, Moment. Gertrude, was? Den gibt's. Den gibt's. Und der bin zufällig ich. Auf, dass immer hier sofort zu. Nee, Leute, jetzt mal ernsthaft. Let's Play war gestern, Chat's Play ist heute. Chat's Play, das revolutionäre Format, was viel zu wenig Leute kennen und wo sich in den letzten Monaten so ein bisschen etabliert hat. Gronkh wäre neidisch auf dieses Format. Sobald er es entdeckt, gute Laune-Typ hat man jetzt auch erst. Gute Laune-Typ hat es auch schon geklaut, mein Format, ja? Alle wollen mein Format. Aber ich hab's aus dem Boden gestampft, ja? So, und wenn das die Runde macht. Weiß auch nicht, was dann ist, aber dann ist irgendwas. So, und der Punkt ist, es hat sich in den letzten Testwochen dieses Formats etabliert, Gronkh wäre neidisch. Und ich zeig euch, warum. Da ist schon die Zwiebelbrille. Ich muss die Zwiebel vor allem erstmal schneiden. Alter, läuft mir die Nase aus? Das ist Sparta! Es ist so großartig. Meine Augen brennen und meine Nase läuft. Ist das eine Sequenz? Das ist doch eine Sequenz, oder? Ich sag das, Alter, ich weiß es halt echt nicht. Sie hält halt echt ihr Gesicht direkt ins Arschloch rein. Nein, jetzt meine Laterne auch noch aus. Ich will hier einfach nur raus aus diesem scheiß Wald, Mann. Ey, ey, das sind Goblins, ey, ey. Fuck you, Alter, heil mich! Heil mich! Du dummes Schwein, ey. Der Moni-Touch. Das ist so gut. Also hier brennt was. Ja, das ist ein Gegner, das ist schon mal gut. Also WASD zu finden ist so alleine schon schwierig. Oh. Oh. Scheiße, jetzt fällt alles raus. Oh Gott. Ein Skelett, Leute. Wo ist es? Ich sehe es nicht. Ja, ich habe es gekriegt. Ich kann jetzt meinen Cream Pie nehmen und den auf Fotze werfen. Sprint! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sprint! Sprint! Ein. Sprint! 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 Gronkh wäre verdammt nochmal neidisch. Ja, jetzt könnt ihr sagen, das ist wieder nur ein Ankündigungsvideo. Das ist mir scheißegal. Hab ich jetzt auch keine Argumente dagegen, aber es ist mir scheißegal. Der Punkt ist, in ein paar Tagen kriegt er einen neuen Song. Wird auch übelster Banger, ja. Sobald ich hier wieder raus kann, gibt's auch wieder Real-Life-Videos, wird richtig der Wahnsinn. Und das Geile ist, ich starte heute ein neues Spiel, Kingdom Come Deliverance. Und ihr könnt live dabei sein, wenn ich ein neues Spiel starte. Da gibt's dann kein mehr, aber ich hab den Anfang nicht mitgekriegt, jetzt weiß ich nicht, um was es geht. Nein. Und es gibt auch kein,
Twitch! Twitch ist aber nicht meins! Ich mag das nicht! Richtig! 95% auf Twitch ist scheiße! 95%! Und wisst ihr, wer die anderen 5% sind? Auch fast alle scheiße! Aber das 0,01% auf Twitch, das bin ich! Und das ist nicht scheiße! Guckt es euch erstmal an! Aber wann denn, Nostrabimo? Wann denn? Heute 20 Uhr. Könnt gerne mal vorbeischauen, würde mich wirklich freuen. Und ja, Kingdom Come wird halt heute angefangen, ne? Seid dabei, wenn es passiert. Und wir haben ein revolutionäres Skript, dank Urwill und Dev. Ein Skript, was eure Kanalpunkte-Einlösung ausliest. Halt dein Maul, sprich mir nicht rein, wenn ich rede. Wird geil. Wir sehen uns da. Danke für euren Support in diesen Trying Times.